erst 24 Jahre jung war, Tomáš Sedláček, als ihn der damalige tschechische Präsident Václav Havel als Finanzanalyst und Berater in die Prager Burg holte. Heute ist er 34 und Chefökonom der größten tschechischen Bank. Sedláček, ein schlauer Kopf mit einem ganz eigenen Blick auf die Wirtschaft. Das macht ihn sperrig, faszinierend und erfolgreich. Sein Buch »Die Ökonomie von Gut und Böse«, eben auch auf Deutsch erschienen, ist ein Bestseller, auch in Finanzkreisen. Sedláček geht der Ökonomie auf den Grund. Er sucht in den frühen Mythen, in der Religion und Philosophie nach den ersten Zeugnissen unseres Leistungsethos, nicht zuletzt nach den kulturellen Wurzeln unserer Gier. Tomáš Sedláček war gerade mit am WEF in Davos. Katja Gentinetta möchte jetzt natürlich von ihm unter anderem wissen, ob und wie seine Sichtweise dort aufgenommen wurde. Tomáš Sedláček, Sie kommen gerade aus Davos, Sie waren am WEF. Sie haben dort mit anderen Experten über die Erneuerung des Kapitalismus diskutiert. Konnten Sie etwas erreichen? Wir haben erreicht, dass dieses Thema ernst genommen wird. Das ist ein riesiger Schritt. Zudem beginnen alle oder die meisten zuzugeben, dass sie nicht verstehen, was momentan passiert. Auch das ist ein gewaltiger Fortschritt. Wenn sie sich eingestehen können, dass sie etwas, das sie zu verstehen glaubten, nicht verstehen, ist das ein gewaltiger Schritt und für die Wirtschaft völlig einmalig. Dass in diesem Mekka des Kapitalismus, der Geschäftsleute und des Wohlstands über Erneuerungen diskutiert und versucht wurde, neue Wirtschaftsmodelle zu finden, sehe ich als großen Erfolg. Tatsache ist, dass solche Dinge viel Zeit erfordern. Es wird lange dauern, bis wir wissen, ob das überhaupt Kapitalismus ist. Das ist nicht klar. Wir verhalten uns oft sehr kommunistisch. Aber wie bei den grünen Themen. Vor 10 Jahren waren sie noch sehr marginal. Hätten wir damals hier gesessen, hätte ich Ihnen nicht geglaubt, wenn Sie mir gesagt hätten, dass 10 Jahre später Unternehmen das Klima zum Hauptthema machen würden. Wir müssen also auch hier geduldig sein. Denn es geht darum, das ganze Wirtschaftsmodell zu überdenken. Und das braucht Zeit. Sie sagten ja auch in einem Interview, die Ökonomie hätte nun endlich bemerkt, dass sie auch dunkle Seiten hat, die sie angehen muss. Haben Sie denn wirklich das Gefühl, dass diese Leute in Davos reif sind für neue Modelle? Ja, ich glaube, das sind sie. Dieses Thema haben sie selber gewählt. Ob sie sehr kreativ sein werden oder nicht, ist eine andere Frage. Es ist lustig. Stellen Sie sich vor, jemand baut für Sie ein Haus und es bricht zusammen. Sie bitten ihn, es wieder aufzubauen und es bricht erneut zusammen. Und das 10-mal. Beim 11. Mal geben Sie den Auftrag natürlich jemand anderem. So ähnlich ist es mit uns Ökonomen. Wir haben etwas gebaut und es hat nicht funktioniert. Wir wurden gebeten, es zu reparieren und wir tun so, als verstünden wir, was passiert ist. Aber vielleicht müssen wir eine neue Methode anwenden. Womöglich sind die bisherigen Methoden, zum Beispiel die Mathematik, die so wissenschaftlich daherkommt, nicht so nützlich, wie wir meinten. Und wir sollten mehr auf Philosophen, Soziologen und Anthropologen hören. Oder vielleicht sogar auf Künstler oder die Leute, welche die Wall Street besetzen. Denn sie sagen, niemand habe die Krise vorausgesagt. Aber das stimmt nicht. Wenn Sie hören, was Soziologen, Philosophen und Anthropologen sagen oder die Leute, die auf der Straße gegen den Weltwährungsfonds und die Weltbank protestieren, vieles, was sie kritisieren, die düsteren Seiten der Globalisierung und so weiter, wollten wir nie wahrhaben. Wir hatten das Glück oder Unglück, dass sich die Globalisierung in den letzten 20 Jahren von der sonnigen Seite zeigte. Und erst jetzt kommen auch die Schattenseiten des Kapitalismus zum Vorschein. Der Trick ist, das Gute zu nehmen und das Schlechte wegzulassen, anstatt das Gute mit dem Schlechten zu zerstören. Ich denke, das System des Kapitalismus ist reformierbar. Ich komme aus der früheren Tschechoslowakei. Dort hatten wir 1968 eine kommunistische Perestroika, eine Art Vermenschlichung des Kommunismus. Das funktionierte nicht. Wir mussten das ganze System zerstören. Nun wird die gleiche Thematik wieder aufgegriffen, vor allem von Philosophen. Die Frage, ist eine kapitalistische Perestroika möglich? Denn heute ist von uns ein menschlicher Kapitalismus gefordert. Und wir müssen schauen, ob das machbar ist oder ob das ganze System geändert werden muss.
Und wenn Sie danach fragen, ob das möglich ist, Sie sind ja ein heftiger Kritiker der Ökonomie. Sie sind ja selber Ökonom, Sie haben das Fach studiert, Sie arbeiten in diesem Fach, Sie treten auf als Ökonom in der tschechischen Regierung, als Chefökonom einer Bank. Und trotzdem stellen Sie das so sehr in Frage. Stellen Sie denn auch Ihre eigene Kompetenz in Frage, jetzt neue Modelle zu eruieren? Yes, of course. Natürlich, das tun wir doch alle, Sie nicht? Wenn Sie eine Suppe kochen und nicht sicher sind, ob sie gut wird? Das müssen wir tun. Es wäre nicht hilfreich, wenn ich ein Mönch wäre und tief im Wald oder hoch oben auf einem Berg in einer Höhle meditierte, Kakerlaken äße und den Leuten zuriefe, was ihr tut, ist falsch. Natürlich kritisiere ich mich hier selbst. Es ist besser, wenn derjenige, der im System drin ist, sich fragt, warum tue ich das? Warum studieren wir dies und nicht das? Why exactly are we studying this and not that? Yeah, of course. Natürlich, ich bin voller Widersprüche. Das war ich schon immer. Ich denke, das ist jeder Mensch. Kennen Sie nicht auch diese Stimme, die sagt, tu das? Und wenn Sie es getan haben, fragt eine andere Stimme, warum hast du das getan? Vielleicht wäre das andere besser. Solche Überlegungen stellen wir doch ständig an. Bei mir war es so, dass ich tagsüber als Ökonom Berechnungen machte und Prognosen und Analysen erstellte. Und am Abend bei einem Glas Wein las ich philosophische Bücher und stellte mir die Nachtfragen, die langsameren, kontemplativeren Fragen. Macht das, was ich tagsüber tat, Sinn? Contemplative questions. Did what I do during the day, did it make sense? And out of these. Und daraus, aus der Nacht der Wirtschaft gleichsam, entstand dieses Buch, in dem ich das hinterfrage, was wir tagsüber tun. Und die dunklen Seiten sind die Nächte der Ökonomie? Nein, diese Allegorie funktioniert nicht. Der Abend gibt Raum für Kontemplation. Tagsüber habe ich oft keine Zeit, über Dinge nachzudenken. Das tue ich am Abend, denn es ist wichtig für mich. Und ich hätte nie gedacht, dass ich die beiden Dinge miteinander verknüpfen würde. Als die Krise begann, wurde ich Dinge gefragt, auf die ich keine Standardantworten hatte. Zum Beispiel, was waren das für Fragen? Was ist der Unterschied zwischen Preis und Wert? Und was haben Sie gern? Sie konnten nicht antworten, heute können Sie antworten. Ja, denn dort hat die Wirtschaft angefangen, beim Unterschied zwischen Wert und Preis. Die beiden Begriffe scheinen ähnlich, aber sie sind total verschieden. Nehmen wir ein Beispiel. Die Wirtschaft behauptet, eine wertfreie, wertneutrale Wissenschaft zu sein. Doch wir haben ständig mit Preisen und Werten zu tun. Wie kann die Wirtschaft behaupten, wertfrei zu sein, wenn man Analysten am Fernsehen sagen hört, der Goldpreis ist überbewertet? Oder der Goldpreis ist unterbewertet. Oder der Euro ist gegenüber dem Dollar unterbewertet. Solche Dinge hört man ständig. Was heißt das? Der Preis ist, ich sage es anders, Wert ist etwas sehr Subjektives. Niemand kennt den wahren Wert von Gold. Wir kennen nur seinen Preis. Oscar Wilde sagte etwas Wunderbares. Einen Zyniker erkennt man daran, dass er von jedem Ding den Preis, aber von keinem den Wert kennt. Auch in der Wirtschaft müssen wir fragen, kennen wir von jedem Ding den Preis, aber von keinem den Wert? Ich denke, das ist ein fundamentales Problem der Wirtschaft. In unserem Leben gibt es viele Dinge, die Wert haben. Einige dieser Werte haben einen Preis, andere Werte haben keinen Preis. Dieser Stift zum Beispiel ist sehr wertvoll für mich und er hat einen Preis. Ich könnte ihn an Sie verkaufen und mir einen neuen kaufen. Dieses Glas hat einen Preis, dieser Tisch hat einen Preis. Dann gibt es Dinge, die einen Wert, aber keinen Preis haben. Schönheit, Liebe, Freundschaft, saubere Luft, das Leiden von Tieren, das Leiden von Menschen. Auch dafür haben wir keinen Preis. Ökologie, die Schönheit unserer Städte und andere Qualitäten, die man nicht in Zahlen messen kann. Wir alle verstehen, dass diese Werte existieren, aber nur ein Teil davon Preise haben. Auch eine noch so komplizierte Kalkulation kann das nicht ändern, denn das Resultat für gewisse Werte kann kein Preis, keine Zahl sein.
Die ganze Fragestellung hinkt. Dass etwas einen Preis hat, heißt nicht, dass es besser oder vergleichbar ist mit dem, was keinen Preis hat. Das gilt für alles. Auch wenn ich diesen Stift kaufe, spielen Werte mit, die mir wichtig sind und keinen Preis haben. Das scheint das Hauptproblem der Wirtschaft zu sein, wenn sie versucht, exakte Resultate zu liefern. Gewisse Dinge kann man genau berechnen. Nehmen wir den Zins. Der Zinssatz hat mit Vertrauen zu tun. Wenn ich Ihnen Vertrauen schenke, leihe ich Ihnen Geld zu einem kleinen Zinssatz. Wenn ich Ihnen nicht vertraue, müssen Sie mir einen sehr hohen Zins bezahlen. Das ist das, was wir im Moment in Europa sehen. Wer mehr bezahlen muss für Geld, dem vertraut man weniger, dass er es zurückzahlen kann. Genau. Nehmen wir das Beispiel von Griechenland. Das ist bekannt. Wir wussten, dass der Zinssatz für griechische Staatsanleihen 4,42% betrug. Wir tun hier also etwas Metaphysisches. Wir versuchen, unseren Glauben, unser Vertrauen, unsere Hoffnung auf Zahlen zu setzen. Und das ist eine sehr genaue Zahl, bis auf zwei Stellen nach dem Komma. 4,42%. Das ist sehr präzise, auf den Hundertstel genau. Den Zinssatz kann man also genau berechnen. Aber dieser war falsch. Heute wissen wir, dass der Zinssatz für griechische Anleihen viel höher hätte sein sollen. Wir konnten ihn zwar berechnen, aber die Zahl bedeutete nichts. Und das Problem war, das Ganze war ein Schwindel, ein Spiel, das nicht funktionierte. Warum? Bei der Berechnung des Zinssatzes ist ein Faktor die Pleitewahrscheinlichkeit. Und dagegen sichert man sich mit einer Kreditausfallversicherung. Sagen wir, ich leihe Griechenland Geld. Ich kalkuliere, wie hoch das Risiko ist, dass das Land bankrott geht. Dann sichere ich mich ab. Sollte Griechenland pleite gehen, zahlen sie mir so viel. Das nennt man eine Kreditausfallversicherung. Dieses System funktioniert perfekt, wunderbar und in jedem Fall. Außer im Fall eines Bankrotts. Dann stimmt nichts mehr. Es ist, als würden Sie ein tolles Auto fahren mit einem Airbag, der immer funktioniert, außer bei einem Unfall. Wir hatten eine sehr genaue Zahl, 4,42%, aber die Zahl war falsch. Und das ist für Sie sozusagen eine Metapher für die Ökonomie, die dann funktioniert, wenn alles gut geht und wenn alles so geht, wie es die Modelle berechnen. Und in dem Moment, wo wir in einer Krise stecken, hat die Ökonomie keine Antwort mehr. Ja, wir können einzig sagen, was auch für die Demokratie gilt. Kapitalismus funktioniert, wenn er funktioniert. Und er funktioniert nicht, wenn er nicht funktioniert. Auch Demokratie funktioniert, wenn sie funktioniert. Und manchmal funktioniert sie einfach nicht mehr. Das Problem hier ist komplizierter. Wir wissen nicht, in welcher Situation wir sind. Wir wissen nicht, ob der Kapitalismus funktioniert oder nicht. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen. Auf Tschechisch sagen wir, theoretisch funktioniert es, aber in der Praxis nicht. Eigentlich sollten wir das umkehren. In der Praxis funktioniert es, in der Theorie nicht. Das ist das Problem der Wissenschaft. Etwas fällt zu Boden. Das ist die Praxis. Aber theoretisch kann man es auch mit der ausgeklügelsten Quantenphysik nicht voll und ganz erklären. Wir sehen, dass die Dinge herunterfallen, aber wir wissen nicht genau warum. Und die Wissenschaft ist dazu da, solche Dinge theoretisch zu erklären. Und die Frage wäre jetzt, wenn Sie sagen, dass die Ökonomie zwar nach der Zahl sucht, aber mit der Zahl eigentlich nicht den Punkt findet, der getroffen werden muss, wäre ja nur die Frage, muss die Ökonomie noch genauer werden? Muss sie daran arbeiten, die noch genauere Zahl zu finden? Oder muss sich die Ökonomie umgekehrt von der Zahl entfernen? Viele meiner Kollegen glauben das Erste. CO2-Ausstoß ist ein Beispiel. Wir haben den Wert saubere Luft. Der hat keinen Preis. Also legen wir mit der CO2-Emission einen Preis fest. Dort ist das ein gewisser Fortschritt. Aber ich würde eher in die andere Richtung gehen, denn die Wahrheit liegt nicht in den Zahlen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams kennen. Ich erzähle kurz den Inhalt. Die Menschen wollen die Antwort auf die ultimative Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest finden. Sie bauen einen gigantischen Computer und das dauert Millionen Jahre. In der Zwischenzeit streiken die Philosophen aus Angst, sie würden arbeitslos, wenn die Frage nach dem Sinn des Lebens beantwortet ist. Nach ein paar Millionen Jahren sagt der Computer, jetzt haben
habe ich die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Das Multiversum versammelt sich und der Computer sagt, ich habe es mehrmals geprüft. Es gibt keinen Zweifel. Die Antwort ist 42. Alle sind schockiert, denn das macht keinen Sinn. Und darauf will Douglas Adams hinaus. Die Zahl hat keine Bedeutung. Die Wahrheit entschlüsselt sich aus dem Zusammenhang. Und der Witz ist, dass niemand weiß, wie die Frage genau lautet. Aber das wollen wir. Frage ich meine Studenten nach wahren Aussagen, kommen sie mit Mathematik. 1 und 1 ist 2. Sie sagen nie, ich liebe meine Freundin oder ich hatte ein gutes Frühstück oder heute ist es kalt. Etwas in uns, vielleicht ist das die Erziehung, lässt uns glauben, in Zahlen ausgedrückte Aussagen seien wahrer als solche ohne Zahlen. Es ist ja die Frage der Wahrheit, die Sie jetzt da antippen, die auch versucht, eine Objektivierung herzubekommen. Also die Einschätzung, ob es eine Wahrheit ist, dass ich meine Liebsten liebe oder nicht, das ist eine individuelle Entscheidung. Und der Versuch, das in eine Zahl zu fassen, ist der Versuch einer Objektivierung. Und das ist ja doch auch nützlich für die Gesellschaft, zu wissen, in etwa, worauf wir uns stützen können, auf welche Gesetzmäßigkeiten, auf welche Regelmäßigkeiten. Und das ist ja auch ein wesentlicher Teil der Ökonomie. Aber in Ihrem Leben tun Sie das nicht, oder? Wissen Sie, ob Sie 4,2 Mal glücklicher sind als letztes Jahr? Nein. Sehen Sie, wissen Sie überhaupt, ob Sie glücklicher sind als letztes Jahr? Das ist der seltsame Trick, den wir anwenden. Sie leben die Beziehungen mit Ihren Liebsten nicht in mathematischen Formeln. Tatsache ist, wenn es um persönliche Beziehungen geht, wollen wir es plötzlich nicht mehr so genau wissen. Nehmen wir das Trinkgeld im Restaurant. Ökonomisch gesehen macht das keinen Sinn. Meine Interpretation ist, ich runde auf, Geld bedeutet mir nichts. Ich lade Sie diesmal ein, Sie laden mich das nächste Mal ein. Aber ich sage nicht, machen wir halbe halbe. Wir tun nicht nur so, als ob Geld nicht existiert. Wir tun so, als würde Genauigkeit nicht existieren. Deshalb übermale ich den Preis auf einem Geschenk. Natürlich wissen Sie, wie viel es kostet, aber es wäre eine Beleidigung, wenn Sie den genauen Preis lesen würden. Nehmen wir an, wir sind befreundet und ich bitte Sie, mir beim Transport meines Sofas zu helfen. Sie sagen zu. Nach einer Stunde sind wir fertig und ich sage, vielen Dank, hier sind 126 Euro. Das würde Sie beleidigen. Würde ich Sie aber für diesen Preis zum Essen einladen oder Ihnen 2 Flaschen Wein schenken, würden Sie das akzeptieren. Natürlich würden wir dann diesen kleinen Tanz machen. Wäre nicht nötig, ist es doch. Und schließlich würden Sie es akzeptieren. Aber die genaue Summe nicht. Das Gleiche gilt, wenn wir etwas essen oder trinken gehen und ich Sie einladen würde. Sie sagen, gut, ich trinke ein Glas Rotwein. Und ich, hier sind 8 Franken. Was ist? So viel kostet der Wein. Was macht es aus, ob ich das Geld dem Kellner oder Ihnen gebe? Es wäre beleidigend, weil es eine genaue Zahl ist. Wenn der Kellner die Rechnung bringt, macht er das sehr diskret und versteckt, damit Sie den genauen Betrag nicht sehen. In unseren Beziehungen sind wir also ungenau. Jemand hat mal sehr schön gesagt, Freunde sind Menschen, die einander so viel schulden, dass sie den Überblick verloren haben. Also quasi die Ökonomie sollte von diesem Zählen, von dieser Genauigkeit wegkommen und sollte stattdessen, wie Sie ja in Ihrem Buch die Ökonomie von Gut und Böse auch schildern, sollte zurück auf ihre Wurzeln gehen. Und Sie suchen diese Wurzeln ja sehr weit zurück. Sie gehen bis zum Gilgamesch-Epos zurück, der 4000 Jahre vor unserer Zeit liegt. Was finden Sie denn da für eine Ökonomie? Ich sage nicht, dass wir die Mathematik sein lassen sollen. Sie ist ein Teil der Wirtschaft und hat ihre Legitimation, solange sie Resultate liefert. Ich finde zwar, das tut sie nicht, aber das ist Glaubenssache. Wenn jemand katholischer Ökonom ist und an Paul Samuelson glaubt, kann er das tun. Aber er soll bitte niemand anderen dazu zwingen. Das ist der Trick der Wirtschaft. Samuelsons Theorie ist die Bibel der Ökonomie, die nach dem Krieg jeder angehende Ökonom studieren musste. Ein Ökonom, der wesentlich dazu geführt hat, dass die Mathematik in der Ökonomie einen ganz wichtigen Stellenwert hat. Yes, exactly. Genau. In seiner Volkswirtschaftslehre, die eine wahre Bibel für Ökonomen ist, schreibt er, in diesem Buch lernt ihr, wie ein Ökonom zu denken. Und das ist einer seiner Tricks. Ich liebe ihn, aber er ist sehr heimtückisch. Da geht es um Ideologie. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Denken wie ein Ökonom, da muss man sofort fragen, wie welche? Keynes, Schumpeter, Marx oder Milton Friedman? Das ist sein Trick. Er hätte sagen sollen, ihr lernt denken wie Paul Samuelson. Das wäre legitim. Aber wie kann er sagen, mein Denken ist gleich Ökonomie?
Einmal hatte ich ein Gespräch mit einem älteren Professor, der mich fragte, was tun Sie mit unserer Wirtschaft? Ich fragte zurück, seit wann gehört die Wirtschaft Ihnen? Bei allem Respekt, Sie haben die Wirtschaft nicht gepachtet und sie beschränkt sich nicht auf ein Buch. Wir brauchen die Wirtschaftsmathematik aber nicht nur. Die österreichische Schule verzichtet darauf. Dann haben wir die deutsche Schule. Es gibt viele verschiedene Schulen. Alle haben ihre Berechtigung. Haben wir in der Philosophie auch. Wir haben auch viele Schulen, viele Denkrichtungen, in der jede von sich behauptet, die im Moment wichtigste zu sein. Richtig. Und wie lernt man Philosophie? Man studiert die Geschichte der Philosophie. Niemand sagt den Studenten, diese Philosophie ist die richtige. Whitehead, Plato oder Aristoteles. Das tut man auch nicht in der Soziologie oder in der Politologie. Aber im Wirtschaftsstudium ist die Mainstream-Ökonomie die einzige Wahrheit. Und nachdem du sie 3 Jahre lang studiert hast, ist dein Glaube daran stark. Dann zeigen sie dir, dass es auch andere Religionen gibt. Aber sie sind weniger wichtig. Diesen Ökonomen legen sie nun diese Bibel vor und sagen ihnen, da finden sie mehr über die Ökonomie, was sie noch nicht wussten. Nun, eher das Gegenteil, wie im Umgang mit meinen Studenten. Ich lehre sie nichts, ich versuche sie zu entlehren. In unserem Unterricht sieht das so aus. 3 Jahre lang lernen die Studenten, wie Wirtschaftsmodelle funktionieren. Dann behandeln wir Paradoxien. In der Verhaltensökonomie gibt es paradoxe Verhaltensweisen. Zum Beispiel, dass Menschen sich gegenseitig beschenken. Das ist aus wirtschaftlicher Sicht paradox, aber nicht für normale Menschen. Nur für jemanden, der 3 Jahre lang orthodoxe Ökonomie studiert hat. Und dann braucht er 2 Jahre, um zu realisieren, dass das Ganze nicht funktioniert. Was hat das also genützt? Wenn er nicht 3 Jahre lang diesen Glauben praktiziert hätte, würde etwas wie Schenken nicht paradox klingen. Und dann erzählen Sie ihn von Gilgamesch. Nun, ich will etwas aufzeigen. Viele denken, dass unsere Vorfahren dumm waren und wir klug sind. In diesem Buch versuche ich genau das Gegenteil zu beweisen, nämlich wie viele kluge Dinge einige von ihnen gesagt und getan haben im Vergleich zu unserem heutigen Verhalten. Im Gilgamesch-Epos oder im Alten Testament findet man vieles, das man heute als Wirtschaft bezeichnen würde. Zum Beispiel meine Lieblingsgeschichte, Genesis Kapitel 41. Das ist die erste historisch aufgezeichnete Geschichte über einen Konjunkturzyklus. Jeder kennt die Geschichte, aber nur wenige stellen diesen Bezug her. Der ägyptische Pharao sieht im Traum 7 fette Kühe und 7 magere Kühe und bittet Josef, ihm den Traum zu deuten. Das ist ganz klar ein Konjunkturzyklus. Josef gratuliert ihm. Das ist eine makroökonomische Vorhersage, 14 Jahre vor der Zeit. Du wirst 7 Jahre Überfluss und 7 Jahre Hunger haben. Heute würde er sagen, Staatsschulden. Und der Pharao fragt, was soll ich tun? Welche Fiskalpolitik empfiehlst du mir? Und Josef sagt, sehr weise, iss nicht alles, was in den guten Jahren wächst. Spare ein wenig. Fülle die Vorratskammern. In den schlechten Jahren kannst du dann den Konsum steigern, damit die Menschen nicht verhungern. Das lehrt uns vieles. Erstens, das Bruttoinlandsprodukt nicht ständig zu erhöhen, sondern die Ausschläge des Konjunkturzyklus auszugleichen. Die zweite wichtige Lektion ist, dass sich die Wirtschaft wie ein manisch-depressiver verhält. Doch unsere Diagnose ist falsch. Alle sagen, wir befinden uns in einer Wirtschaftsdepression. Ich sage, das ist eine Fehldiagnose. Wir sind nicht depressiv, sondern manisch-depressiv. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Denn manisch-depressive therapiert man anders. Vor allem behandelt man zuerst die Manie. Auch wir erlebten manische Zeiten vor der Krise, zum Beispiel ein gigantisches Wachstum. Symptome für eine Manie sind, man glaubt an die Zukunft. Man gibt viel mehr Geld aus, als man hat. Man sieht alles rosig und kann sich nicht vorstellen, dass je eine Wolke den blauen Himmel trüben wird. Und, sehr interessant, in der Manie ist man äußerst kreativ und effizient. Man brennt sozusagen aus. Das ist auch die beste Beschreibung für unsere Wirtschaftssituation vor der Krise.
Und nun konzentrieren sich alle auf die Depression. Aber das gehört zusammen. Wenn ein Depressiver positiver denkt und sich seine Stimmung aufhält, sind das gute Neuigkeiten. Fühlt sich ein manisch-Depressiver besser, ist das nicht nur positiv. Denn seine Stimmung kann schnell wieder kippen. Manisch-Depressiven gibt man Medikamente, welche die Stimmungsschwankungen ausgleichen. Also eine ähnliche Maßnahme wie in der Geschichte des Alten Testaments. Das heißt konkret, man hätte eigentlich in den 90er Jahren und vor der Krise hätte man dieses Wachstum ganz, also vor allem in den 2000er Jahren, hätte man dieses Wachstum ganz bewusst drosseln müssen. Hätte man diese Josefsregel, wie Sie sie nennen, dann schon beherzigt. Genau. Und das ist die Ironie. Josef brauchte keine mathematischen Wirtschaftsmodelle, keine wissenschaftlichen Überlegungen und abstrakten Dekonstruktionen, um das zu sehen. Interessanterweise brauchte er nichts von dem, was unsere Wirtschaftswissenschaft ausmacht. Heute schließen jedes Jahr Hunderttausende Ökonomen nach 6 Jahren ihr Studium ab. Sie bekommen die beste Ausbildung. Aber diesen wichtigen Punkt sieht niemand. Wir meinten tatsächlich, wie manisch-depressive, es würde immer nach oben und nie nach unten gehen. Aber das ist doch dasselbe wie im eigenen Haushalt. Wir wissen eigentlich, dass wir nicht mehr ausgeben können, als wir einnehmen. Und trotzdem tun wir es die ganze Zeit. Und das ist nun die Schuld der Ökonomie, weil sie das zu sehr in eine Wissenschaft packt und uns damit glauben macht, dass das korrekt ist? Das heißt, haben wir den Zugang zu einfachen Regeln verloren? Ja, Wissenschaft ist eine Ideologie. Gewisse Leute gehen sogar weiter und behaupten, sie sei eine Religion. Sie erlaubt einem Dinge, die man normalerweise nicht tun würde, wie Schulden zu machen. Und das ist das Wunderbare beim deutschen Begriff. Schuld bedeutet auch Sünde, gleich wie in Latein, Griechisch und Aramäisch. In diesen Sprachen entsprechen Schuld und Sünde sich. Warum? Schulden ermöglichen uns zu sündigen. Wenn ich so viel will und nur so viel habe, ist das nicht erlaubt. Das kann ich nicht. Aber dank Schulden kann ich viel mehr haben, als zulässig ist. Salman Rushdie sagte einmal, jede Sünde ist ein unzulässiges Verhalten. Auch etwas zu kaufen, das ich mir nicht leisten kann, ist unzulässig. Das muss man nicht wörtlich nehmen. Weiß man, dass man am nächsten Tag so viel verdient und die Differenz zurückbezahlen kann, ist das okay. Aber nur, wenn man damit rechnen kann. Es ist ein bisschen wie Alkohol. Es ist ähnlich wie mit Alkohol. Alkohol gibt Ihnen nicht mehr Energie. Er verschiebt diese nur. Wie ein Kredit, der nichts anderes ist als eine Zeitverschiebung von Energie und Geld. Wie Zeitreisende in einem Science-Fiction-Film kann Geld eine Zeitreise machen. Und das nennt man Kredit und Zins. Alkohol macht etwas Ähnliches mit unserer Energie. Nicht über lange Zeit, sondern über 1 oder 2 Tage. Sie verbringen den Freitagabend in einer Bar, sprühen vor Energie und singen. Alles ist schön und wunderbar. Sie haben angeregte Gespräche, sind lustig und tanzen bis in den Morgen hinein. Es wäre falsch zu denken, diese zusätzliche Energie komme vom Alkohol. Das Einzige, was Alkohol bewirkt, er verschiebt die Energie vom Samstagmorgen auf den Freitagabend. Aber die Wochenendenergie ist konstant. Sie wird einfach vorverschoben. It balances out. Now it's okay. Wir müssen es büßen mit einem Kater. Exactly. Richtig. Und es ist egal, sich an einem Freitagabend zu betrinken, wenn man am Samstag nichts Wichtiges vorhat. Das kann man voraussehen. Wenn man sich aber am Sonntagabend betrinkt und am Montag etwas Wichtiges vorhat, weit reisen muss oder eine wichtige Besprechung geplant hat, ist das einfach dumm. Und so könnten wir die Krise deuten. Wir sind an einem sehr wichtigen Tag mit einem Kater aufgewacht. Das Problem mit Schulden ist diese Verschiebung der Zeitenergie über 10 oder 40 Jahre. Denn man kann unmöglich vorhersehen, wie die Lage in 40 Jahren sein wird. Während Sie bei Alkoholgenuss vorhersehen können, was am nächsten Tag in Ihrem Leben passiert. Wir müssen also vorsichtig sein. Jede Energie, die wir verbrauchen, jedes Defizit, das wir machen, muss zurückbezahlt werden. Aber so finanzieren sich Regierungen und oft bleibt dabei der gesunde Menschenverstand auf der Strecke. Wenn Sie einen Kredit von 10.000 Schweizer Franken aufnehmen, würde nur ein Verrückter behaupten, dass Sie 10.000 Franken reicher sind. Das wäre dumm.
Wenn eine Regierung das Gleiche tut, applaudieren alle, auch sehr gebildete Ökonomen. Ein Beispiel: Die Regierung hat ein Defizit von 3% und nimmt also Anleihen für 3% des Bruttoinlandsproduktes auf. Angenommen, in diesem Jahr wächst das Bruttoinlandsprodukt um 3%. Alle applaudieren und denken, wir seien reicher. Aber es ist, als würde man ihnen sagen, sie seien reicher, weil sie einen Kredit über 10.000 Franken aufgenommen haben. Und jetzt haben Sie sehr ökonomisch argumentiert. Wenn Sie jetzt dieselbe Geschichte erzählen müssten mit Adam und Eva oder dem Alten Testament, was würden Sie erzählen? Das ist eine sehr schöne Geschichte, die ich auch ökonomisch lese. Die Erbsünde wurde oft sexuell interpretiert, vor allem im Mittelalter. Auf Darstellungen jener Zeit sieht man zwei nackte Menschen in einem Garten und kann seine Fantasie spielen lassen. Aber es geht nicht um Sex oder Geschlechtsverkehr. Das einzige Wort, das zigmal wiederholt wird, ist Essen, ökonomisch ausgedrückt konsumieren. Als Ökonom ist für mich die Erbsünde also weniger sexuelles Begehren, sondern vielmehr die erste Sünde des Konsums. Und zwar die Sünde übermäßigen Konsums. Denn Adam und Eva mussten diese Frucht nicht essen. Offensichtlich waren sie nicht hungrig. Und der Fluch, die Vertreibung aus dem Paradies, erfolgte deshalb. Gott sagte, ich habe euch alles gegeben, ihr wart perfekt, hattet alles, euch mangelte es an nichts. Aber ihr wart nicht glücklich, ihr wolltet mehr konsumieren, ihr wart unzufrieden und ihr werdet nie zufrieden sein. Das ist eure Strafe. So liest ein Ökonom die Schöpfungsgeschichte. Die Schlange weckt in Eva den Fluch des Begehrens. Du wirst wollen, du wirst begehren, aber das Begehren wird nicht hier sein, sondern irgendwo da oben und immer vor dir herrennen. Und Adam wird mit dem Fluch der Versorgung belegt. Im Schweiße deines Angesichts wirst du arbeiten. Trotz Technologien und neuen Errungenschaften wirst du immer im Schweiße deines Angesichts arbeiten, denn es wird nie genug sein, um ihr oder dein Begehren zu befriedigen. Ähnlich wie das, was Tyler Durden in Chuck Palahniuks Roman Fight Club sagt. Wir tun Arbeiten, die wir hassen, damit wir Dinge kaufen können, die wir nicht brauchen. Das ist in etwa der Fluch von Adam und Eva. Es gibt auch einen schönen philosophisch-ökonomischen Punkt, wenn es um den ersten äußeren Besitz geht, den der Mensch je hatte. Nämlich die Blätter, mit denen die beiden ihre Geschlechtsteile bedeckten. Wieder muss man sich fragen, warum machten sie das? War ihnen kalt? Nein, die Geschichte sagt, dass sie sich bedeckten, weil sie Scham empfanden. Hier sieht man sehr schön, ohne besondere Wirtschaftskenntnisse haben zu müssen, Besitztum hat nichts mit Bedürfnissen wie Schutz vor Kälte oder Stillung von Hunger zu tun. Es ist vielmehr eine psychologische, philosophische Kompensation einer inneren Befindlichkeit. Ich fühle mich nackt, also bedecke ich mich. Von dem Moment an wurde es für den Menschen natürlicher, unnatürlich zu sein. Die beiden fühlten sich besser, wenn sie nicht mehr im Naturzustand waren. Ein Mensch in seinem Naturzustand fühlt sich sehr unnatürlich. Deshalb brauchen wir auch die Philosophie. Es genügt nicht für uns zu sehen, dass hier zwei Gläser mit Wasser und ein Tisch stehen. Wir fragen uns sofort, warum ist Wasser durchsichtig? Und dann geben wir unnatürliche Antworten mit Atomen und solchen Dingen. Oder Kleider. Hier drin ist es heiß genug, dass ich nackt da sitzen könnte. Im Naturzustand. Aber wenn ich nackt wäre, empfände ich, und wir alle, das als sehr unnatürlich. Ich fühle mich besser in Kleidern von Hugo Boss oder jemand anderem. Ich trage nicht Kleider von ihm, doch das ist der Punkt. Wir fühlen uns besser, wenn wir uns hinter der Philosophie, hinter Besitztümern verstecken und uns nicht unverhüllt zeigen. Aber steckt darin nicht auch, gerade mit der Adam und Eva-Geschichte, steckt darin nicht auch einfach die Suche nach Erkenntnis? Also wir wollen mehr wissen und dass diese Gier nicht nur die Gier nach Konsum, also nach Konsumgütern ist, sondern auch die Gier nach Wissen? Perfect. Und das ist Perfect. Ein Teil, ja, der Perfect. Die Wissenschaft yeah. ja durchaus zu Recht begleitet. No, das ist sehr wertvoll und wichtig, was Sie da sagen. Es heißt ja nicht der Baum von Gut und Böse, sondern der Baum der Erkenntnis.
Für die Hebräer ist die Ethik, also Gut und Böse, wichtig. Aber in anderen Kulturen, wie bei Gilgamesch oder den alten Griechen, geht es um Erkenntnis, wie Sie gesagt haben. Beginnen wir also mit den Griechen. In allen Mythologien gab es den Zustand der Glückseligkeit, als die Menschen arbeiteten, aber Freude empfanden. Wie wenn sie ihren Garten bestellen und das gerne tun. Arbeit war etwas Natürliches, kein Fluch. Sie wurde erst später zum Fluch. Auch im Garten Eden arbeiteten Adam und Eva, aber es war angenehme Arbeit. Unangenehm wurde sie erst nach der Vertreibung aus dem Paradies. Auch in der griechischen Mythologie gab es diese Glückseligkeit. Und Prometheus und sein Bruder schenkten jedem Tier etwas. Schildkröten bekamen einen Schild, der sie beschützte. Löwen bekamen Klauen, mit denen sie angreifen konnten. Jedem Tier gaben sie etwas Besonderes, damit sie überleben konnten. Aber die Menschen vergaßen sie. Menschen haben nichts Besonderes, um sich zu schützen. Prometheus hat also Erbarmen mit ihnen und gibt ihnen Technologie und Kenntnis, in der Kunst durch das Feuer dargestellt. Zeus wird sehr zornig und schickt Pandora, die erste Frau, eine Art Pendant zu Eva, auf die Erde. Und sie trägt diese Vase. Wir sagen Büchse der Pandora, aber es war eher eine Vase. Und darin waren alle möglichen Übel, die dann über die Menschheit kamen. Und eines der Übel, die aus der Büchse entwichen, war der Fluch der Arbeit. Man kann also die Geschichten der Hebräer und der Griechen schön miteinander vergleichen. Laut dieser beiden Mythen lebten die Menschen in glücklicher Unschuld. Wenn sie aber Erkenntnis wollten, ethische gemäß den Hebräern oder technologische und philosophische gemäß den Griechen, bekamen sie Probleme. Es geht also um das Gleichgewicht oder den Kompromiss zwischen Fortschritt und Harmonie. Schön beschrieben ist das im Gilgamesch-Epos, und zwar im ältesten sumerischen Mythos. Darin kommt Enkidu, eine Art Tier, vor. Und der Mythos beschreibt, wie er vom Tier zum Menschen wird. Eine kreationistische, einfache Art zu erklären, wie aus Tieren Menschen werden können. Was passiert dort? Es ist eine faszinierende Geschichte. Aber ich will nur einen Satz zitieren. Während seiner Umwandlung vom Tier zum Menschen gibt es diesen entscheidenden Moment, wo es heißt, Enkidu erlangte Erkenntnis, aber die Tiere rannten vor ihm weg. Auch bei Gilgamesch gibt es also das glückliche Tier, das nichts braucht und keine Sonderwünsche hat. Dann gibt man Enkidu Bier. Bier gibt es nicht in der Natur. Es macht süchtig und man muss Maß halten. Neben Bier bekommt er noch andere Dinge. Und er gewinnt Erkenntnis. Aber der Preis für die Erkenntnis ist der Verlust der harmonischen Beziehung zur Natur oder zu seiner natürlichen Umgebung. Sie haben also recht. Es geht um Erkenntnis, und übertragen in die Diskussion über Wachstum oder Ausgleich können wir uns fragen, sollen wir das Leben locker nehmen und nur so viel wie nötig arbeiten? Oder sollen wir uns abstrampeln wie verrückt und dafür unsere Harmonie opfern? Und die Disharmonie entsteht, wie Sie auch weiter argumentieren, wenn man das auch weiterdenkt, indem wir eben unsere Erbsünde nachrennen, indem wir immer mehr wollen, mehr konsumieren, indem wir nach mehr gieren, als wir eigentlich nötig haben, und damit eben aus dieser Harmonie fallen. Ja. Und das ist für Sie auch die Kritik an der Ausrichtung der Ökonomie auf das Wachstum. Und damit sind Sie ja nicht allein. It's trying to understand, but because here we are, ich versuche es zu verstehen, aber hier sind wir mit einem Archetypus konfrontiert, mit Gier, oder nennen wir es Unzufriedenheit. Das ist einer der ältesten Dämonen, gegen den jede Religion zu kämpfen versucht. Kapitalismus ist die erste Religion, die sagte, das ist in Ordnung, was irgendwie ganz schön, aber auch gefährlich ist. Wenn also Unzufriedenheit der eigentliche Motor unseres Wirtschaftswachstums ist, und das scheint seit jeher der Fall zu sein, von Gilgamesch über Adam und Eva zu den Griechen bis heute, immer brachte uns die Unzufriedenheit den Fortschritt. Wenn das so ist, sollten wir uns nicht beschweren. Es ist der Preis für den Fortschritt, dass wir unzufrieden und unglücklich sind und immer mehr wollen. Aber dann soll man sich nicht beklagen, dass man unzufrieden ist. Ich denke, das Gleiche gilt auch für unser Privatleben.
So there is this direct, and I think this also works in our private lives as well. Es funktioniert nicht nur, sondern es bringt uns genau in die Frage, wie können wir denn aus diesem Zyklus, aus diesem hohen Zyklus rauskommen, den Sie ja beschrieben haben, der eben auf Wachstum, der auf dieser Gier, ja, der auf der, dem Wunsch nach mehr beruht. Wir müssen es nicht mal so negativ als Gier bezeichnen, sondern dieser Antrieb des Menschen nach mehr. Wie kommen wir aus dem, ja, raus, wenn er so zu uns gehört, wenn wir gar nicht anders können? Ja. Es gibt ein interessantes Kapitel in meinem Buch, das ich nun nicht ausführe. Darin befasse ich mich damit, dass diese Bedürfnisse unnatürlich sind, wie auch die Philosophen sagen. Sie werden künstlich geschaffen, durch Geschichten, Werbung, Filme. Wie auch immer, gehen wir zurück und beantworten wir die schwierige Frage, die Sie gestellt haben. In Griechenland gab es zwei Schulen, die verschiedene Antworten darauf gaben, die Stoiker und die Hedonisten. Ich verwende die Begriffe Nachfrage und Angebot leicht anders als in der Wirtschaft. Wenn ich so viel will und so viel habe, was tue ich dann? Die Diskrepanz zwischen Nachfrage und Angebot ist beträchtlich. Hedonisten sagen, gut, wenn das dein Problem ist, dann arbeite härter und verdiene mehr, bis du so viel hast, wie du willst. Das ist die hedonistische Haltung, der wir seit tausenden Jahren huldigen und die sich vor allem in den letzten paar Generationen verstärkt hat. Und die Verschuldung unterstützt dieses Prinzip auf verfälschende Weise. Denn wenn man Schulden hat, muss man nicht mal härter arbeiten. Das ist die eine Haltung. Das Problem dabei ist, dass die Nachfrage ins Unendliche steigt. Hätten wir vor 10 Jahren gesagt, einigen wir uns darauf, dass alle so viel haben und geben wir uns damit zufrieden, wäre dies das beste Programm der Welt. Doch der Fehler war, dass die Nachfrage ständig stieg. Frank Knight, ein Ökonom aus Chicago, sagte das sehr schön. Wir wollen nicht die Befriedigung der Nachfrage, sondern zusätzliche und bessere Nachfrage. Nachfrage will also nicht befriedigt, sondern vergrößert werden. Dieses Programm funktioniert also nicht, obwohl es eine große Nachfrage produziert. Deshalb ist auch unser Bruttoinlandsprodukt so gewachsen. Wir tun 40 Stunden pro Woche nichts anderes, als es zu vergrößern. Oder 42 oder 45 oder 60 oder was auch immer. Oder noch mehr. Denn viele folgern aus der Krise, wir waren faul, wir müssen noch mehr arbeiten. Aber gehen wir zurück zu den Griechen. Die anderen waren die Stoiker. Sie sagten, bei einer Diskrepanz zwischen Nachfrage und Angebot senke man die Nachfrage. Das Problem ist gelöst. Man hat glückliche Menschen hier oder hier. Nun, nicht, dass man mich falsch versteht. Dieser Prozess ist nicht einfacher als dieser. Das ist etwas, das wir lernen müssen. Philosophen und Mütter sagen das, Religionen lehren es. Viele versuchen uns beizubringen, wir sollten uns zufrieden geben mit dem, was wir haben. Und dankbar sein, anstatt immer mehr haben zu wollen. Aristoteles, finde ich, bringt Ihre Frage, wie wir ein Gleichgewicht finden, schön auf den Punkt. Er sagte, alles Gute, das man übertreibt, wird schlecht. Mutterliebe ist eine wunderbare Tugend. Liebt aber eine Mutter zu sehr, ist das schlecht. Auch Liebe zwischen zwei Erwachsenen. Wenn daraus Eifersucht wird, wenn eine Person zu vereinnahmend ist, wird die Liebe bitter und schlecht. Aristoteles sagte, jede Tugend wird schlecht, wenn man sie übertreibt. Das betrifft auch die Wirtschaft. An der Wirtschaftsmathematik ist nichts falsch. Man kann Menschen in Zahlen fassen, aber wir haben es übertrieben. Und darin waren sich meine Kollegen in Davos einig. Wir sind zu weit gegangen. Mathematische Modelle sind nur Analogien und die haben wir zu weit getrieben. Die einzige Tugend, die man nicht übertreiben kann, ist Mäßigung. Das kann uns Aristoteles nach 2300 Jahren beibringen. Die Mäßigung haben wir vergessen. Wir versuchen, das Bruttoinlandsprodukt und die Produktivität zu maximieren. Und das führt nirgendwo hin. Das heißt, Sie landen in dieser Analyse dann wirklich bei einer ethischen Frage. Sie sagen, weder müssen wir ganz den Hedonisten folgen, noch müssen wir ganz bei der Stoa bleiben und uns bescheiden, sondern wir müssen diese aristotelische Mitte finden. Und diese Mitte ist letztlich eine Tugend, die aristotelische klassische Tugend der Mäßigung vermutlich. Yes. Und das ist das, wo Sie sagen, dass die Ökonomie eigentlich die Ethik irgendwie unterwegs verloren hat, so ungefähr im Verlauf der Geschichte.
Ja, und das ist schade, denn die Wirtschaft begann als Teilgebiet der moralischen Philosophie. Adam Smith und alle großen Urväter der Ökonomie vor ihm sahen das so. Thomas von Aquin beantwortet die Frage, ob Privatbesitz möglich ist oder nicht, wenn er sich fragt, kann ich zwei Hemden haben, wenn mein Bruder nur eines hat? Das ist eine ethische Frage. Und er antwortet mit der Frage, wann ist etwas Diebstahl? Kann ich diese zwei Hemden behalten, wenn ich sie gekauft habe? Gehören sie mir, weil ich sie gekauft habe? Gehört etwas mir, weil ich zuerst da war, zum Beispiel in der Goldmine? Gehört ein Fisch mir, weil ich ihn aus dem Wasser geholt und getötet habe? Alle diese Fragen haben wir irgendwie vergessen. Sie verfolgen uns aber weiterhin. Was passiert, wenn man Geist und Körper trennt, die eigentlich untrennbar sind, wie auch die Ethik und die technische Seite der Wirtschaft? Nehmen wir als Beispiel einen Horrorfilm. Was passiert, wenn man den Körper von der Seele trennt? Man schafft einen Zombie. Ist ein Zombie effizient? Ja. Kann ein Zombie arbeiten? Ja, Zombies wurden ursprünglich als Arbeiter, als ideale Sklaven geschaffen. Genau das wollte Gilgamesch eigentlich. Roboter, Zombies, die keine Seele haben und einfach arbeiten. Das ist der Traum aller totalitären Herrscher. Wie in Orwells Science-Fiction-Roman 1984. Was totalitäre Herrscher zerstören wollen, sind Gefühle. So, if you separate the soul. Nimmt man also der Wirtschaft die Seele, die Ethik, die Bedeutung, die Menschlichkeit, alles Sympathische, das man umarmen möchte, kann sie ein Eigenleben bekommen und dich angreifen. Das kommt in vielen alten Mythen vor. Wir schaffen etwas, das uns dienen soll, und es entwickelt ein Eigenleben. Das thematisiert das Science-Fiction-Genre, künstliche Intelligenz, Roboter. Zum Beispiel im Film Matrix. Wir haben Maschinen geschaffen, die unsere Sklaven sein sollen. Doch sie entwickeln ein Eigenleben. Und am Schluss dienen wir als Sklaven den Maschinen. Auch der Schriftsteller Milan Kundera beschreibt das auf archetypische Weise in seinen Geschichten. Meistens beginnt ein Mann ein sexuelles Spiel mit einer Frau. Das ist zwar ein wenig sexistisch, aber die Pointe ist schön. Der Mann spielt das Spiel, weil er denkt, er beherrsche es. Deshalb nehmen wir auch Kredite auf, weil wir denken, wir hätten sie im Griff. Aber das Spiel ist heimtückisch, wie ein Kredit. Und wie übrigens auch der Ring der Macht. Er bekommt ein Eigenleben und beginnt einen zu kontrollieren. Von einem Puppenspieler wird man zur Puppe und das Spiel hat dich im Griff. Das ist die Schönheit von Kundera. Seine Helden verlieren die Kontrolle und die Freiheit. Das sieht man sehr schön im Roman Die Unsterblichkeit oder im Buch der lächerlichen Liebe, wo ein Paar einen fingierten Autostopp spielt und nicht mehr aus dem Spiel herausfindet. Die große Warnung all dieser Geschichten ist, wenn man etwas nicht unter Kontrolle hat, gewinnt es ein Eigenleben wie ein Zombie und beginnt, dich anzugreifen. Und das müssen wir verhindern. Deshalb müssen wir die Wirtschaft wieder beseelen. Wir tun so, als sei sie ein totes Objekt. Wir versuchen, sie zu töten, pressen sie in starre Formeln und Regeln und meinen, das würde funktionieren. Und jetzt wundern wir uns, dass sie beginnt, wie ein totes Objekt zu agieren. Und wie bekommen wir diese Seele wieder in die Ökonomie hinein? Müssen wir eben Geschichten erzählen oder müssen wir die Ökonomie erweitern, indem dass wir jenen, die in der Ökonomie agieren, mehr Regeln geben? Es gibt ja immer beide Möglichkeiten. Entweder lassen wir mehr Freiheit oder wir versuchen, am falschen Ort eben auch wieder einzuengen. Ich finde, es wäre hilfreich, wenn wir aufhörten zu tun, als ob. Zum Beispiel tun wir so, als wäre die Wirtschaft wertfrei. Das allein ist eine gewaltige Täuschung. Wir tun, als sei die Wirtschaft eine deskriptive Wissenschaft. Das heißt, sie beschreibt Dinge, wie sie sind, und bewertet sie nicht. Darin liegt eine große Ironie. Milton Friedman schrieb den berühmten Essay Die Ökonomie als deskriptive Wissenschaft. Darin schreibt er, Wirtschaft sollte eine deskriptive Wissenschaft sein. Das ist eine normative Aussage, denn er beschreibt die Wirtschaft nicht, wie sie ist, sondern wie sie sein sollte. Er sagt damit, ich, Milton Friedman, denke, sie sollte deskriptiv sein. Das ist meine Meinung, meine Einschätzung. Let's
Hören wir also auf, vorzugeben, dass unsere wissenschaftlichen Fragen nichts mit uns zu tun haben. Ich gebe Ihnen ein schönes Beispiel. Eine häufige Frage ist: Funktioniert die Wirtschaft oder funktioniert sie nicht? Diese Frage hörte ich auch in Davos ständig, aber sie ist falsch. Wir sollten fragen: Funktioniert die Wirtschaft, wie wir wollen? Und plötzlich wird aus einer wissenschaftlichen eine moralische Frage. Welche Wirtschaft wollen Sie und ich? Soll sie gerecht sein? Soll sie ständig wachsen? Wollen wir Verantwortung übernehmen? Was auch immer. Das heißt, wir müssten erst das Programm der Ökonomie umformulieren, wie man es in Davos versuchte, neue Modelle zu kreieren, und dann versuchen, diese Modelle zu implementieren. Genau. Und so war die Wirtschaft in den Anfängen. In den klassischen Schulen von Adams, Schumpeter und Keynes fragte man sich, wie wäre es, wenn die Wirtschaft stagnieren würde, wenn es kein Wachstum gäbe? Wäre das fair? Wären wir reich? Einige sagten, das wäre schrecklich. Malthus zum Beispiel fand, in einer stagnierenden Wirtschaftslage gäbe es viele arme Arbeiter. Deswegen reagierte Marx und forderte eine Revolution, denn alle hatten Angst, die Lage würde sich massiv verdüstern. Daher nannte man die Wirtschaft eine düstere Wissenschaft. Was passiert heute? Wir schauen nicht mehr, in welche Richtung wir wachsen. Der Fokus ist nur noch beim Wachstum. Daran wäre nichts falsch, wenn es nur 50% unserer Aufmerksamkeit beanspruchen würde. Aber wir haben alles andere vergessen. Werden in 50 Jahren die armen Länder so reich sein wie wir? Wir wissen es nicht. Werden sie ärmer sein als wir? Ziel der Wirtschaft könnte sein: Machen wir die Armen reich. Das schlägt zum Beispiel der Philosoph John Rawls vor. Und zwar nicht nur die Armen in der Schweiz, sondern überall. Ja, relativ zu anderen Armen sehr viel weniger arm sind. Dann können wir die Wirtschaftsmodelle anwenden und zu dieser Maschine, zu diesem Zombie sagen: Deine Bestimmung, deine Aufgabe ist es, Gerechtigkeit zu schaffen. Aber man kann einen Zombie nicht einfach mit einer Axt herumrennen lassen und hoffen, dass er ein Schwein tötet anstelle der Tochter. Wie würden Sie das Programm formulieren für die Ökonomie der nächsten Jahre? Das ist etwas, das die ganze Gesellschaft und vor allem die Philosophen tun müssten. Wir Ökonomen sollten uns in euren Dienst stellen. Sie wollen ja, dass die Ökonomie weiterdenkt, und Sie versuchen das ja da. Also müssten Sie eigentlich ja diesen Bogen schlagen? Ja, das ist mein Versuch, weniger genau, aber dafür verständlicher zu sein und zu sagen: Setzen wir uns hin und denken nach. Denn es ist lächerlich, nur Wachstum im Kopf zu haben. Wenn ich manchmal ein wenig Zeit habe, nehme ich ein mathematisches Modell und frage mich, wie es ein Psychoanalytiker deuten würde, wenn ich es als Traum erzählen würde. Was würde er sagen, wenn ich zu ihm käme und sagen würde: Herr Doktor, ich habe geträumt, dass ich wachse und wachse und immer weiter wachsen will. Was würde er denken? Dass ich wohl ein Problem mit meiner Größe oder mit meinem Wohlstand habe. Denn man muss sich sehr arm, klein und gedemütigt fühlen, wenn man ständig träumt, dass man reicher wird und immer weiter wächst. Hören wir also auf damit und sagen wir: Es ist genug. Und wir sind jeden Tag im Garten Eden. Von den alten Griechen stammt eine schöne Definition von Mythos. Ein Mythos ist etwas, das nie passiert ist, aber immer geschieht. Das ist irgendwie schön. Das heißt, Sie würden, Ihr Programm würde eigentlich, wenn ich Sie richtig verstehe, lauten: Wir haben genug. Hier in der Schweiz, eindeutig. Bleiben wir da, wo wir sind, wachsen wir nicht mehr, bescheiden wir uns, seien wir zufrieden mit dem, was wir haben. Vor allem sollten wir aufhören, beim Wachstum zu schwindeln. Und dann sollten wir ganz damit aufhören. In der Vergangenheit haben wir Stabilität verkauft und Wachstum gekauft. Wie wir anfangs gesagt haben, das Gleiche passierte bei den Griechen, den Hebräern oder den Sumerern. Sie haben Harmonie und Stabilität verkauft, indem sie Wachstum und Fortschritt kauften. Übersetzt in die heutige Sprache: Wir haben unsere Schulden erhöht, also an Stabilität eingebüßt, bis zum Punkt, dass gewisse Länder bankrott sind.
Was ich also sage, ist nicht nur eine leere Warnung. An diesem Buch habe ich 12 Jahre geschrieben. Es entstand nicht unter dem Eindruck der Krise. Wir haben Stabilität verkauft und Wachstum gekauft. Heute müssen wir Wachstum verkaufen und Stabilität kaufen. Übersetzt in normale Sprache, wir müssen aufhören mit dem obsessiven Wachstum. Sollte also dank einer genialen technischen Erfindung die Schweizer Wirtschaft um 10% wachsen, dann schaffe man einen Budgetüberschuss, dämpfe die Manie und nütze das Geld, um das Wachstum zu senken. Wenn ich Sie richtig verstehe, ich nehme an, Sie kennen die Schweizer Schuldenbremse, die eigentlich genau diese Josefsregel ja implementiert hat, die sagt, in guten Zeiten sparen wir, damit wir in schlechten Zeiten mehr haben, um auszugeben. Sie würden eigentlich nicht für ein generelles Nullwachstum plädieren, sondern für einen ausgewogeneren Zyklus und sagen, wenn es mal nicht so gut läuft, ist das okay, es kommt schon wieder besser. Halten wir uns jetzt etwas still und gedulden wir uns ein wenig. Ja, und seien wir zufrieden? Das ist eine fundamentale Frage. Ist Wachstum eine Folge des Kapitalismus oder eine notwendige Bedingung für den Kapitalismus? Ich denke, Wachstum ist manchmal möglich, aber nicht immer. Wir sollten dankbar sein, wenn die Wirtschaft wächst, aber uns nicht umbringen, wenn sie stagniert. Lese ich jedoch Zeitungen oder höre Politikern und sogar Ökonomen zu, scheint Wachstum eine unverzichtbare Bedingung für Kapitalismus zu sein. Und man gewinnt den Eindruck, jetzt übertreibe ich ein wenig, wenn wir aufhören zu wachsen, haben wir Arbeitslosigkeit und so weiter und werden uns am Schluss die Köpfe einschlagen. Ein Moment. Müssen wir durch Wachstum bestochen werden, um Mensch oder Europäer sein zu können? Ist die Demokratie wirklich so schwach? Ist der Kapitalismus so schwach, dass wir jedes Jahr durch Wachstum bestochen werden müssen? Das heißt, Sie sind eigentlich sehr zuversichtlich, auch trotz dieser schweren Krise, in der wir stecken? Ja, denn in den 20er Jahren sagte man, wir zogen in den Krieg wegen der großen Depression. Das ist ein Missverständnis. Niall Ferguson hat das schön auf den Punkt gebracht. In den USA, wo die Krise in den 20er und 30er Jahren begann, war sie viel schlimmer und erfolgte früher als in Europa. Aber sie löste keinen Krieg aus, keinen Bürgerkrieg, geschweige denn einen Weltkrieg. Offensichtlich traf der Dämon der Krise hier in Europa auf einen älteren Dämon, eine Art nationalen Hass, und der Krieg brach aus. Aber die Wirtschaft allein hat nicht die Kraft, einen Krieg auszulösen. Und das müssen wir hören. Und der andere Schwindel ist, dass wir wachsen müssen. Philosophisch gesehen machen wir im Zeitalter der Freiheit etwas Interessantes. Wir vertauschen wollen mit müssen. Sagen wir sind auf einer Party und Sie wollen nach Hause gehen. Sie sagen, ich muss nach Hause. Sie würden nie sagen, ich will nach Hause. Aber eigentlich ist es kein Müssen, sondern ein Wollen. Anstatt wollen, sagen wir also müssen. Wenden wir das auf das Wachstum an, heißt das nichts anderes, als dass wir mehr Reichtum wollen. Anstatt zu sagen, wir müssen wachsen, was wie ein Befehl klingt, sollten wir sagen, wir wollen reicher sein. Und durch die andere Formulierung merken wir plötzlich, dass wir nicht reicher sein müssen, sondern andere Dinge tun könnten, als ständig zu wachsen. Und dann könnten wir vielleicht etwas mehr Harmonie finden, in ethischer Hinsicht, in den persönlichen Beziehungen oder in der Kunst. Wohlstand ist nicht die einzige Quelle für menschliches Glück. Wir haben ihn ausgereizt. Sehr schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Sedlacek, für dieses Gespräch. Ich habe zu danken. Dieses Gespräch finden Sie auch auf unserer Website zum Anklicken, als Podcast zum Runterladen oder Sie bestellen die DVD bei Schweizer Radio und Fernsehen, Redaktion Sternstunden, 8052 Zürich. Ihre E-Mail erreicht uns unter sternkopien@srf.ch. Nächste Woche unterhält sich Juri Steiner mit dem Schriftsteller Wilhelm Genazzino über die Kunst des genauen Beobachtens. Und jetzt tauchen wir ein in die US-amerikanische Gesellschaft. Der große amerikanische Romancier Philip Roth ist mit fast 80 Jahren lebendiger denn je. Ein unerwartet tiefer Einblick in ein Leben.